Ich persönlich habe heute gehofft, dass das Spiel abgesagt wird, wetterbedingt. Für euch hat es sich sehr gelohnt. Ja, also ich denke, bei uns auf unserer schönen Kunststraße kann man immer spielen. Ja, und wir als Fußballer sollten sowieso keine Weicheier sein. Also von daher war das schon okay, dass wir heute gespielt haben. Und natürlich auch schön, dass wir gewonnen haben. Ich muss ständig die Kamera abwischen, so kalt ist sie geworden. Ja, was sagst du zum Spielverlauf? 5:0 gewonnen, kann man hoch zufrieden sein? Auf jeden Fall, also mit dem Ergebnis kann man zufrieden sein. Ich denke, es war auch in der Höhe in Ordnung. Also in der ersten Halbzeit hätten wir vielleicht unsere Chancen noch besser nutzen können. Da stand es 1:0 und in der zweiten Halbzeit haben wir sie dann eigentlich gut hergespielt. Du hast mit 2 Toren zu diesem Sieg beigetragen, das erste und das dritte, soviel ich weiß. Wie hast du sie gemacht? Ja, also beim ersten Tor hat mein Sturmkollege schön den Ball rübergespielt, hatte ich einfaches Spiel, musste ihn bloß noch einschieben. Und das dritte Tor, das war ein Lüpfer, also der Tormann stand draußen, das habe ich gesehen aus dem Augenwinkel und haben dann drüber gehoben. Ja, ansonsten waren die Tore auf jeden Fall schön rausgespielt heute. Mit dem Saisonverlauf bisher, also in der Hinterrunde, könnt ihr ja eigentlich zufrieden sein, angesichts der Erwartungen, die man jetzt am Anfang gehabt hat? Also unser Ziel war es auf jeden Fall, den dritten Platz zu erreichen. Das haben wir jetzt mit dem Spiel heute erreicht und von dem her können wir auf jeden Fall zufrieden sein, ja. Letztes Spiel war das jetzt vor der Winterpause für euch. Ja, wie geht ihr jetzt in die Winterpause ein? Mit welcher Stimmung? Und ja, was denkst du, was werdet ihr in der Winterpause noch alles machen? Wir wurden die letzten Wochen jetzt genug gequält von unseren Trainern. Ich denke, wir Spieler können uns jetzt als erstes mal 1 bis 2 Wochen Pause nehmen und dann können wir uns so langsam wieder auf die Vorbereitung im Winter konzentrieren. Und ich denke, das geht dann wieder schneller vorbei, als es einem lieb ist. Ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön, ebenfalls. Ja.